Ich weiß ehrlich gesagt keinen guten Grund, warum man als handelsüblicher Normalverbraucher jemals Android-Apps auf seinem PC, Laptop oder sogar Tablet ausführen sollte. Lasst mich zuvor erklären, warum ich das denke, und prinzipienlos wie ich bin, zeige ich euch danach trotzdem nicht nur, wie ihr Android-Apps offiziell auf euren PC bekommt, sondern auch, wie ihr sie auf jeden PC installieren könnt, selbst wenn dieser die Anforderungen für das Windows Subsystem für Android nicht unterstützt. Für das Subsystem für Android hat Microsoft zusätzliche Anforderungen im Vergleich zum Rest des Systems. Es ist nämlich längst nicht genug, dass die absurd hohen Windows 11 Systemanforderungen mindestens 40% der Windows-Rechner von einem Upgrade ausschließen. Microsoft empfiehlt stolze 16 GB Arbeitsspeicher und verlangt mindestens 8 GB für die Ausführung von Android-Apps, daneben eine SSD sowie Intels Core-Prozessoren, ein AMD Ryzen 3000, Snapdragon 8C oder besser. Damit ist zum Beispiel Microsofts eigenes, nur 2 Jahre junges Surface Go 3 offiziell nicht mit dem Windows Subsystem für Android kompatibel. Und das, obwohl es als kleines 10 Zoll Tablet, hier ein Symbolfoto, eigentlich den idealen Formfaktor hat für Android-Apps. Auf meinem 16 Zoll Gaming-Laptop, der die Anforderungen zwar locker erfüllt, brauche ich keine Android-Apps. Und genauso wenig brauche ich sie auf meinem 34 Zoll Desktop-PC. Was soll ich damit? Soll ich ernsthaft auf meinem Gaming-PC Golf Battle mit der Maus spielen? Oder Instagram darauf installieren, nur um dann festzustellen, dass ich in vielen Apps nicht mit dem Scrollrad, sondern mit dem Mauszeiger scrollen muss? Ja, genau so funktionieren nämlich touchbasierte Apps auf einem PC. Darüber hat Microsoft natürlich nicht nachgedacht, als man dieses Feature nicht für dünne, schlanke und leistungsschwache Windows-Tablets mit Touchscreens konzipiert hat, sondern für absurd leistungsstarke 2000 € Gaming-PCs. Und ihr könnt euch natürlich angesichts dieser Mindestanforderungen sicher vorstellen, dass die Ausführung von Android-Apps jetzt nicht gerade effizient ist. Wollt ihr beispielsweise den Chrome-Browser benutzen, müsst ihr mindestens mit dem doppelten Ressourcenverbrauch rechnen im Vergleich zur Windows-App. Aber die sehr CPU-intensive YouTube-App für Android braucht etwa das Vierfache an CPU-Leistung im Vergleich zur Nutzung der Browser-Version oder zur Nutzung einer inoffiziellen, nativen UWP-App aus dem Microsoft Store. Und ich hatte ehrlich gesagt geglaubt, mit meiner 25.000 dpi Gamer-Maus werde ich auf meinem 34 Zoll 165Hz Display immerhin der King sein in PUBG, Call of Duty und Fortnite Mobile. Allein meine Grafikkarte ist größer als die Schultasche des durchschnittlichen Fortnite-Spielers und mit einer richtigen Maus sollte ich es locker mit den ganzen asozialen Kiddies aufnehmen können, die während der Unterrichtspause nur am Smartphone rumhängen und mit ihren dicken Wurstfingern auf dem billigsten 4 Zoll Android-Smartphone zocken, das Mediamarkt ihren Eltern andrehen konnte. Anstatt wie normale Kinder draußen im Schulhof zu rauchen. Wir haben als Kinder noch an der frischen Luft gespielt. Aber auch daraus wurde am Ende nichts, denn Fortnite ließ sich gar nicht ausführen, PUBG erkannte den Emulator und wollte uns keine Matches geben und Call of Duty Mobile war nicht mit dem Subsystem für Android kompatibel. Aber basierend auf dem, wie schlecht Golf Battle und Mac Arena laufen und wie mies Android-Apps mit Maus und Tastatur bedienbar sind, habe ich ganz ehrlich auch diese Hoffnung relativ schnell aufgegeben. Und damit starb auch für mich jene letzte Hoffnung, dass das Windows Subsystem für Android die App-Lücke von Windows-Tablets im Vergleich zu iPads und Android-Tablets schließen wird können. Insbesondere dann, wenn die ohnehin kurze Laufzeit eines Geräts wie das Surface Pro beispielsweise mit den Android-Apps noch weiter dezimiert wird. Kurz zusammengefasst, die Bedienung ist mies, die Performance ist grauenhaft und die Systemanforderungen eine Katastrophe. Genau darum sehe ich Android-Apps auf Windows-Geräten momentan nicht als sinnvoll an. Aber wenn ihr sie trotzdem haben wollt, überlasse ich diese Entscheidung gerne euch selbst und ich zeige euch jetzt, wie ihr Android-Apps offiziell sowie auch inoffiziell auf eurem Computer benutzen könnt. Das war jetzt vielleicht ein sehr langes Intro, aber ich setze halt sehr viel Wert darauf, dass ihr meine Meinung kennt. Wenn euer PC die Anforderungen für das Windows Subsystem für Android unterstützt, müsst ihr eigentlich nichts weiter tun, als sicherzustellen, dass die Prozessor-Virtualisierung bei eurem System aktiviert ist und dann müsst ihr nur noch den Amazon App Store aus dem Windows Store herunterladen. Sofern die Virtualisierung bei euch nicht aktiviert ist, könnt ihr das im BIOS eures Computers nachholen. Bei unserem Hyper-V-Video zeigen wir das im Kapitel Vorbereitung detailliert her, sodass ich das hier nicht extra wiederholen werde. Das Video findet ihr jetzt oben in der Infokarte und natürlich auch für später in der Videobeschreibung. Jetzt geht ihr einfach in den Microsoft Store, sucht nach dem Amazon App Store und installiert daraufhin diese App.
Jetzt wird Windows 11 von alleine das Windows Subsystem für Android aktivieren, wofür ihr zumindest zweimal einen Admin-Dialog bestätigen müsst. Und danach könnt ihr schon den Amazon App Store starten. Hier müsst ihr jetzt nur noch die Region wählen, um euch mit eurem Amazon-Account einloggen zu können, und schon kann's losgehen. Hier findet ihr dann jene Android-Apps, die es im Amazon App Store gibt, und ganz offensichtlich sind das nicht wirklich viele. Die meisten beliebten Programme für Android gibt's hier nicht zu holen, aber immerhin wird mir TikTok gleich auf derselben Seite dreimal angeboten. So heruntergekommen ist nicht mal der Microsoft Store, und das heißt schon was. Am Ende des Videos zeigen wir euch dann auch, wie ihr eine beliebige APK-Datei auf Windows 11 installieren könnt, aber zuvor gehen wir noch zu einem Gerät über, das eben die offiziellen Systemanforderungen für das Windows Subsystem für Android nicht erfüllt, und installieren es auch hier. Hierfür müsst ihr zuerst ein optionales Feature aktivieren, was ihr erledigen könnt, indem ihr im Startmenü einfach nach Features sucht und dort auf das Suchergebnis mit Windows Features aktivieren oder deaktivieren klickt. Jetzt sollte sich hier also so ein kleines Fenster öffnen, wo ihr aus dieser Liste die Funktion namens Plattform für virtuelle Computer raussucht, die einst auch VM-Plattform genannt war, und daneben setzt ihr jetzt das Häkchen und drückt auf OK. Lasst Windows 11 jetzt dieses Feature herunterladen, und wenn das abgeschlossen ist, werdet ihr dazwischen einen Neustart machen müssen. Jetzt navigieren wir zur Webseite store.rg-adguard.net, wo wir in das Feld den folgenden Produktcode eingeben werden. 9P3395VX91NR. Ihr findet den Code natürlich auch unten in der Videobeschreibung, sodass ihr ihn dann einfach rauskopieren könnt. Links bei diesem Auswahlmenü wählt ihr dann statt URL nun Product ID aus und klickt daraufhin rechts auf dieses Häkchen. Jetzt sollte euch hier eine Liste an Komponenten angezeigt werden, aber ihr braucht nur das Windows Subsystem für Android. Die gesuchte Datei hat MSI X-Bundle als Erweiterung hinten dran und ist 1,4 GB groß. Die müsst ihr jetzt einfach herunterladen. Es kann übrigens sein, dass der Microsoft Edge Browser Probleme hat mit dem Download, sodass es empfehlenswert ist, für diesen Download stattdessen lieber Firefox zu verwenden. Ihr könnt Firefox ganz einfach über den Microsoft Store herunterladen, und dort sollte es dann keine Probleme mit dem Download geben. Nur als kleiner Tipp, falls ihr Download-Probleme habt. Wenn die Datei dann heruntergeladen ist, reicht nun einfach ein Doppelklick auf diese Datei, um das Windows Subsystem für Android zu installieren. Unter Umständen kann es auch vorher notwendig sein, die Visual C++ Version 14.0 zu installieren, sofern ihr das noch nicht auf dem System installiert habt, und ihr werdet einen entsprechenden Fehler bekommen, wenn dem eben so ist. Und nach der Installation solltet ihr das Windows Subsystem für Android schon im Startmenü finden. Um jetzt APK-Dateien zu installieren, ist es am einfachsten, wenn ihr dieses Programm einfach öffnet und daraufhin im Menü links zu Entwickler navigiert. Aktiviert hier den Entwicklermodus, sodass ihr manuell APK-Dateien installieren könnt. Hierfür benötigen wir jetzt nur noch eine App, die können wir uns aus dem Microsoft Store kostenlos holen, und ich benutze hierfür den APK-Installer 4VSA, welche ihr direkt unten in der Videobeschreibung dann verlinkt bekommt. Startet einfach die App und sucht euch eine beliebige APK-Datei raus und installiert diese jetzt. Es kann sein, dass ihr dem Tool vorher einige Berechtigungen geben müsst, aber das wird euch dann direkt von Windows angezeigt werden. So, das war's dann auch schon von mir und von diesem ausführlichen Tutorial, wie ihr offiziell und inoffiziell Android-Apps in Windows 11 installieren könnt mit dem Windows Subsystem für Android und warum ihr dieses am besten gar nicht benutzen solltet. Aber jetzt würde ich gerne eure Meinung hören. Benutzt ihr Android-Apps wirklich auf dem PC? Und wozu braucht ihr die? Ich bin echt gespannt auf eure Use Cases und antwortet mir gerne unten in den Kommentaren. Wenn ihr noch weitere solcher Videos sehen wollt, abonniert außerdem gerne unseren Kanal, dann darf ich euch schon beim nächsten Mal wieder begrüßen. Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.